1952 beschließt die Arbeitskammer des Saarlandes den Bau eines eigenen Schulungszentrums in Kerke. Die Fertigstellung des Bildungszentrums erfolgt 1956. Zurzeit erlebt der Lernort im Grünen den vierten Umbau, denn in Kerke will man auch in Zukunft den aktuellen Bedürfnissen eines modernen Bildungsstandorts gerecht werden. Jedes Jahr werden mehr als 40.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Interessenvertreter, die Betriebs- und Personalräte, geschult. Dabei präsentiert sich das Bildungszentrum seit jeher als professioneller Dienstleister. Die bildungspolitischen Schulungen der Arbeitnehmerschaft waren zuvor schwierig. Mit dem Bau des Bildungszentrums in Kerkel hatte man nun einen zentralen Ort der Weiterbildung geschaffen. Ein Novum. Albrecht Herold erinnert sich an die Zeiten, bevor es das Bildungszentrum gab. Dann hat man also diese Schulungen, nachdem das Gesetz das nun also ausgewiesen hat, überall durchgeführt, wo die Möglichkeit bestand. Vorrangig also in Gaststätten mit Sälen. Die Leute waren damals noch in zwei, drei Bettzimmer untergebracht. Heute ist das selbstverständlich ganz anders. Derzeit wird das Bildungszentrum in Kerkel renoviert und modernisiert. Es war die Weiterbildung von Betriebs- und Personalräten, die gemäß des Gesetzesauftrags von der Arbeitskammer umgesetzt werden musste. In der damaligen Zeit, wo noch keine gesetzliche Regelung über Freistellung für Bildungsort bestand, die Arbeitskammer die Löhne und die Gehälter, die in der sogenannten genutzten freien Zeit der Arbeitnehmer, die ja freigestellt worden sind durch ihre Betriebe, von der Kammer getragen worden sind. Ein Großteil des Haushaltes der Kammer ging damals in die Bezahlung der Löhne und der Gehälter für diejenigen, die dort, wenn man so will, diese Studienmaßnahme in Anspruch genommen haben. Die Bildungsstätte der Arbeitskammer in Kerkel ist eigentlich das Gesicht der Arbeitskammer im Saarland. Die Bildungsstätte ist eine Heimstätte für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Hier lernen sie die Grundlagen, wenn sie betriebliche Interessensvertreter sind. Hier lernen sie aber auch Dinge, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung dienen. Für Verdi und die anderen Gewerkschaften ist das Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kerkel ein wichtiger Bestandteil unserer Bildungsarbeit. Für uns Saarländerinnen ist es quasi das Zentrum der Bildung schlechthin. Unterschiedlichste Berufsgruppen, sei es die Krankenschwester, der Metallarbeiter oder der Mitarbeiter im Bewachungsgewerbe, alle finden hier einen Platz, jung und alt, Frau oder Mann, einen Platz für die Bildung und ein Qualifizierungsangebot, das sie fit werden lässt für die Demokratie. Wir erleben derzeit in Europa einen Rechtspopulismus, der macht Sorgen. Die Arbeitskammer des Saarlandes hat in Kerkel seit vielen Jahrzehnten eine Bildungsstätte, wo zentral die Beschäftigten, Betriebsräte, Vertrauensleute qualifiziert werden. Ich sage, das, was wir heute bei den großen Herausforderungen brauchen, ob Globalisierung, Finanzmärkte oder Rechtspopulismus, ist Bildung, Bildung, nochmals Bildung. Bildung endet nicht mit der Schulzeit. Alle Menschen haben ein Recht auf Bildung, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in ihrem Berufsleben. Und das darf sich nicht nur darauf beschränken, berufliche Weiterbildung zu betreiben, sondern gerade auch politische Bildung. Und dazu trägt die Arbeitskammer mit ihrem Bildungszentrum seit 60 Jahren bei. In guter Tradition bietet das Bildungszentrum in Kerkel den saarländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein großes Kulturangebot an. Mit über 40 Veranstaltungen im Jahr ist man in Kerkel inzwischen einer der größten Kulturförderer des Saarlandes geworden. Ein ganz neuer Servicepunkt ist die Gesundheitsecke im Bildungszentrum. Um in der Arbeitswelt fit zu bleiben, ist auch eine gesunde Ernährung unerlässlich. Tipps und die passenden Rezepte dazu. Das Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kerkel bietet in allen Bereichen nach wie vor ein Angebot an, das auf der Höhe der Zeit liegt. Also das Bildungszentrum Kerkel wird eine gute Zukunft haben, davon bin ich überzeugt, da Weiterbildung nach wie vor eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat, sowohl für die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Saarland, aber hier natürlich insbesondere auch für Multiplikatoren, wie wir das nennen, also Menschen, die halt auch für andere Verantwortung übernehmen in den Betrieben, in den Kommunen oder halt auch in Verwaltungen, in Betriebs- und Personalräten oder halt auch als aktive Vertrauensleute in ihren Gewerkschaften,
Das ist ganz, ganz wichtig und eine Qualifizierung und das Wissen, wie es geht und worum es gehen muss bei der Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen. Das ist das, was hier im Zentrum steht und das wird in Zukunft auch gebraucht.